Moinsen Freunde und willkommen wieder zu einem sehr kurzen Tutorial-Video hier heute auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, eine der gängigsten Fragen unter meinen letzten YouTube-Videos und auch über Instagram mal zu beantworten, und zwar LFM. Was ist LFM und wie kann ich mich da selber registrieren, damit ich da fahren kann? Und ich würde mal sagen, wir rufen die Website auf. Und ich will das Ganze jetzt hier nicht wahnsinnig lange machen und dieses krasseste LFM-Tutorial vorstellen. Ich will euch einfach nur ganz kurz die Steps vorstellen, wie ich es gemacht habe, um mir die Rookie-Lizenz freizuschalten. Also LFM, an diejenigen, die es noch nicht wissen, ist die Abkürzung von Low Fuel Motorsports. Und das ist eine Organisation, quasi, die sich darum kümmert, ein System für Assetto Corsa-Kompetitionen auf die Beine zu stellen, was sehr ähnlich ist zu iRacing. Also da geht es tatsächlich darum, dass ihr rund um die Uhr, jede Stunde geile Rennen habt mit professionellen Fahrern, die auch wirklich schnell sind, fair fahren und so weiter. Und es gibt ein ganzes Rating-System hier. Also ihr seht das zum Beispiel hier, Rating Leaderboard, da könnt ihr euch das mal anzeigen lassen. Ich muss mich jetzt anmelden, um das Ganze zu tun. Dann seht ihr auch die ganzen Zahlen hier. Also das ist so wie ein iRacing mit den ganzen Ratings, die es dort gibt. Falls ihr auch iRacing fahrt, seht ihr hier die ganzen Namen aufgelistet. Es gibt verschiedene License-Kategorien, es gibt Ratings, das ist eigentlich das Wichtigste, sagen. Und es gibt Seasons. Und Seasons ist eigentlich das Wichtigste, weil da sind die ganzen Rennen organisiert. Also es gibt immer verschiedene Fahrzeugklassen. Im Groben und Ganzen startet jetzt am 3. April die Season 10 bei LFM. Also die wird bis zum 19. April, glaube ich, gehen. Bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher. Das sind auf jeden Fall dann rund um die Uhr Scheduled Races, wo man dann Rating sammeln kann, sich battlen kann. Das ist immer sehr cool. Ihr seht, das sind schon 84.000 Nutzer registriert auf der Website. Jetzt der konkrete Step für euch, den ihr gehen müsst. Also, wenn ihr ganz neu seid, geht ihr hier oben rechts in die Ecke auf Login und müsst erstmal euren Steam-Account verknüpfen. Ihr klickt einfach auf Anmelden. Ich habe jetzt schon ein Profil, das heißt, ich werde direkt eingeloggt ins System und ihr seht, dass ich habe auch schon ein Profil. Ihr müsst euch erst einen Account anlegen, das heißt, euch wird hier so eine Maske in der Mitte angezeigt dann und ihr müsst alle Daten ausfüllen. Also hier Name, was weiß ich, euer Kürzel, euer YouTube-Kanal, eure Residenz, wo ihr seid, Discord und so weiter verlinken. Und dann geht's zum Hotstint. Das ist das einer der wichtigsten Sachen. Ihr seht das. Ich habe jetzt schon den Hotstint absolviert. Dazu kommt ein bisschen was später in diesem Video noch. Das werde ich euch zeigen, wo ich ihn absolviert habe. Auf jeden Fall, um an den Seasons, um an euren ersten Rookie-Events teilnehmen zu müssen, müsst ihr einen Hotstint fahren. Und der Hotstint ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Dabei handelt es sich um einen Qualifikationsmechanismus, um euch quasi für die eligible zu machen. Also, da müsst ihr quasi einen Safety-Rating von mindestens 80 haben in Assetto Corsa Competition. Ne? Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr bei Mehrspieler, das zeige ich euch jetzt dann gleich, Low Fuel eingeben, bei den Serverliste, dann auf den Server gehen und müsst 7 Runden, ohne einen Fehler zu machen, 7 gültige Runden fahren, die unter einer bestimmten Zeit liegen. Ganz wichtig, also meistens Zeit von 1,39, das war das jetzt zumindest in Zolder. Und wenn ihr die 7 Runden schafft, dann habt ihr eure Rookie-Lizenz freigeschaltet und könnt bei den Rookie-Rennen teilnehmen. Und jetzt gehen wir mal zu dieser Open Lobby bzw. zu diesem Server und ich zeige euch das mal ein bisschen im Detail. Genau, und dieser Hotstint, der findet hier, wie ich schon gesagt habe, im Mehrspielermodus einfach, wenn ihr Low Fuel eingibt, findet ihr den Server. Es gibt 2 Stück, einmal Safety Rating 95, da könnt ihr drauf gehen, wenn ihr mindestens 95er Safety Rating habt. Oder wenn ihr ein bisschen niedriger habt, den 80er. Hier seht ihr euer Safety Rating, ich habe 81er. Deswegen habe ich den Hotstint hier absolviert. Und da besteht eigentlich hauptsächlich der Sinn da drin, dass ihr euch hier auf diesen Server joint ihr mit dem Passwort. Den findet ihr bei LFM auf der Homepage. Und da müsst ihr 7 clean Runden fahren unter einer bestimmten Zeit. Also das ist in Zolder jetzt in dem Fall eine 1,39 gewesen. Wenn ihr also 7 Runden nacheinander ohne Pause unter diese Rundenzeit fahrt, ohne die Strecke zu verlassen, ohne euch zu drehen, ohne einen Unfall zu haben, dann werdet ihr erst für LFM aktiviert und könnt dann tatsächlich auch bei den Season-Rennen mitfahren. Und hier seht ihr das jetzt bei mir, License Hotstints. Ich habe den tatsächlich am 31.03. absolviert, bin die 7 Runden mit einer Schnitt 1,31,4 gefahren und da steht dann License Status Valid. Also ich habe meine Lizenz bekommen und kann jetzt dann tatsächlich am 3. direkt auch losfahren mit der Season 10. So funktioniert grundsätzlich die Registration. Und jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen genauer den Hotstint, den ich absolviert habe. Genau, und was ich euch vorhin in der Theorie gezeigt habe, ist jetzt hier praktisch der Server mit dem LFM 80er License Run, also diesem Hotstint. Ihr seht das, ich lade mir einfach ein typisches aggressives Setup hier rein und das Ziel ist, wie gesagt, diese 7 Runden clean zu fahren. Im Server sind momentan 3 Leute, so wie ich das richtig gesehen habe, also eigentlich rund um die Uhr einfach eine 60 Minuten Qualifying Session. Ihr müsst 7 Runden fahren, ohne irgendein Problem zu haben.
ist eigentlich relativ einfach, eigentlich theoretisch. In der Praxis ist das natürlich immer eine andere Sache. Ihr seht, dass ich fahre raus hier auf die Warm-Up-Lap. Interessant bei LFM ist noch wichtig, dass ihr versteht, dass die Warm-Up-Lap zählt nicht zu den 7 Runden dazu. Also quasi dürft ihr euch auf der ersten Runde hier direkt noch drehen auf der Outlap, weil das nicht gemessen wird. Die erste gezeitete Runde zählt, also wenn ihr nach der Warm-Up-Lap quasi die Runde gestartet habt, da wird dann diese 7 Runden-Metric auch von LFM registriert. Und da muss dann alles passen quasi. Wenn ihr scheitert, dann müsst ihr das Ganze von vorne machen, das ist ein bisschen nervig. Das war bei mir aber nicht der Fall, also ich habe es zum ersten Mal geschafft und ich meine, die Rundenzeit, die ihr unterbieten müsst, ist eine 1,39 und ich war auch konstant 4, 5, 6 Sekunden schneller jede Runde. Also das solltet ihr eigentlich schaffen, ihr müsst hier nicht wirklich ans Limit gehen mit dem Auto, ihr müsst die Reifen nicht ausquetschen oder sonst was. Es geht hier nicht um schnelle Runden, die ihr fahren müsst, sondern es geht einfach um sichere Runden, damit das System euch registrieren kann. Ich bin jetzt ein Zolder, also das ist jede Woche ein anderer Server, wo man diese License Runs macht. Ihr seht, dass ich bin auch nicht gerade wahnsinnig schnell auf der Strecke, also hier auch direkt so ein bisschen fast ins Kiesbett gekommen. Und jetzt haben wir dann auch angefangen hier im letzten Sektor uns für die Runs vorzubereiten. Es ging darum, 7 Runden zu fahren, damit ihr das Ganze so ein bisschen seht. Nehme ich euch einfach mal auf 1-2 Runden mit, würde ich mal sagen, weil sonst wird das auch für euch ein bisschen zu langweilig sein. Hier beginnen wir damit auch die erste gezeitete Runde. Ihr seht, dass ich gucke hoch, gucke natürlich jetzt, was für eine Rundenzeit angefangen hat, ob das alles passt. Und starte im ersten Sektor mit einem Bremspunkt, der natürlich sehr schlecht gewählt ist. Wir treffen den Scheitel kaum, aber wie gesagt, ich habe es nicht flat angehen lassen. Einfach ganz ruhig im ersten Sektor, ein bisschen die Streckenbreite ausgenutzt. Versuchen auf der Strecke zu bleiben, jetzt ist es nicht gerade schwer, einen Zoll da geradeaus mit dem GT3 zu fahren. Dann geht es hier rein in diese Kurve, die habe ich tatsächlich im vierten Gang, dann in den fünften hochgeschalten und dann zurück in den vierten, um das Auto so ein bisschen zu stabilisieren. Nicht zu früh aufs Gas, damit ihr ins Kiesbett kommt, kann ich euch empfehlen. Dann natürlich hier runterknallen. Ich habe alles sehr dense mit dem Bremspunkt angehen lassen. Also so beim 100-Meter-Schild hart in die Bremse und versuchen, das Auto wirklich smooth zu rotieren. Nicht übertreiben, dann raustreiben lassen, natürlich auf die andere Seite. Mittlerweile schon im mittleren Sektor unterwegs. Der Bremspunkt ist eigentlich ganz schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hier über die Kuppe kommt. Wenn man aber früh gerade bremst, dann wird das Auto auch richtig gut verlangsamen. Und dann passt das alles. Dann hier diese Stelle ist eigentlich flat, die ganze Zeit im zweiten Gang, dritter Gang durchladen. Und Zoll, da ist eigentlich das Geile, dass es eine relativ kurze Strecke ist. Also wenn ihr diese 7 Runden License Runs macht, egal ob das jetzt der 95er Safety Rating oder der 80er Server ist, hier mal übrigens verbremst bei mir. Auf jeden Fall nicht fehlerfrei die Runde, aber auf jeden Fall clean. Und das ist das Wichtige, also zurück zum Thema, könnt ihr in Zolder relativ schnell mit dem Ganzen fertig sein. Jetzt hier die letzten Kurven wieder beim 100-Meter-Schild habe ich gebremst, habe versucht, den Scheitel nicht zu verpassen und dann eigentlich smooth raus zu beschleunigen. Und das haben wir dann 7-mal gemacht und Gott sei Dank hat das Ganze super funktioniert bei mir. Und hier sind wir dann auch schon auf einer meiner besten Runden unterwegs. Also ihr seht, dass im Delta schon eine 1,30er Zeit gefahren, was eigentlich relativ schnell war für meine Verhältnisse. Also da habe ich schon ein bisschen so den Dreh rausbekommen zum Ende hin. Reifen waren dann auch wirklich auf guter Temperatur, habe dann hier wirklich auch ein bisschen mehr die Strecke ausgenutzt. Das Auto hier hat natürlich den Scheitel verpasst, aber im Groben und Ganzen waren wir trotzdem in dieser Runde dann die beste Runde gefahren. Das war eine 1,30,8, glaube ich, bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher. Ihr seht, dass ich bremse hier so ein bisschen später schon, habe mehr Confidence im Auto und das ist eigentlich auch der Sinn dieses Hotstints. Also ihr müsst hier einfach ein bisschen das Auto kennenlernen. Ihr könnt jedes beliebige Auto nehmen auf diesem Server, ist absolut kein Stress, also BMW, Ferrari, alles geht hier, auch R8. Und dann ist das Ziel, 7 Runden zu fahren. Und dann freue ich mich natürlich jetzt auf LFM, weil jetzt haben wir die Lizenz freigeschaltet. Also steht eigentlich den normalen Rookie-Rennen. Also ganz wichtig noch, muss ich dazu sagen, wenn ihr die Lizenz habt, könnt ihr erstmal Rookie-Rennen fahren. Also so wie in iRacing gibt es verschiedene Lizenzen und ihr habt eine Rookie-Lizenz bekommen mit dem niedrigsten Safety-Rating. Und das Ziel ist es, euch da jetzt hochzuarbeiten. Und das werde ich auch tun. Ich werde euch mitnehmen in den nächsten Wochen auf verschiedene Rennen der Season 10. Jetzt dann bin ich auch gespannt auf den Rennkalender. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht mal Bock hättet, damit ich LFM ein bisschen mehr erkläre, die ganze Website, wie das funktioniert. Aber ansonsten, das war so mein Hotstint. Ich dachte, ich nehme euch mal mit, erkläre so ein paar Fragen, falls welche aufgekommen sind bei euch, habe ich ja gestellt bekommen, auch über Instagram. Genau, also das war mein LFM Hotrun hier. Leute, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Abonniert den Kanal für mehr ACC-Content. Ich versuche mir Mühe zu geben und jede Woche ein neues Video rauszubringen. Und ansonsten heißt es von meiner Seite aus, gutes Schaffen euch, wenn ihr euch selber auch für diese Lizenz qualifizieren wollt. Viel Spaß euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.